Moin Leute, heute Mittwoch, der 15. Heute machen wir den Trecker weiter sauber. Gestern hatte ich noch einen privaten Termin. Am Montag hatte ich Besuch gehabt von der Landwirtschaftskammer. Weil, ich weiß gar nicht, ob ich das thematisiert habe. Warte mal, ich stelle euch mal hierher. Oder wir haben ja im Sommer wurde das Fass der Spritze ausgetauscht. Und, das ist scheiße hier so. Ich halte mich mal wieder fest. Und jetzt war nun auf dem alten Fass war jetzt nun der Aufkleber vom Spritzen-TÜV. So, das heißt, auf dem neuen Fass nicht. Jetzt haben die da ein riesen Bamborium drum gemacht. Weil ich habe ja theoretisch die kompletten Prüfunterlagen alle, also die Spritze ist geprüft und das Fass hat ja keine Auswirkungen auf die Genauigkeit der Spritze. So, aber Ende vom Lied, er kam vorbei zum Landhändler, wo das alte Fass noch liegt, musste den alten Aufkleber da abmachen, dann sind wir zu mir gefahren und dann musste auf der neuen Spritze, auf dem neuen Fass, der neue Aufkleber wieder drauf. So, naja, hin und her. Zum Glück kostenlos. Ich dachte schon, ich muss das auch noch bezahlen. Naja, das war der Montag. War aber ein ganz netter Herr. Und der hat mein Anliegen eigentlich auch verstanden, dass das total dämlich ist. Gut. Wir machen heute den Trecker weiter sauber. Und zwar habe ich hier so einen Sauger. Hier kann was rausspritzen. Ne? Dann kannst du eine Bürste zum Schrubbeln. Und der saugt das dreckige Wasser gleich wieder hier in den Tank rein. So. Ja, wir werden jetzt hier überall mal ein bisschen alles mal ein bisschen nass machen. Dann habe ich hier für den Akkuschrauber so eine schönen kleinen Bürsten. Da kann man richtig schön mit schrubben. Und dann versuchen wir den jetzt mal hier innen drin auf Vordermann zu bringen. Weil ich habe ihn jetzt am Montag, siehst du, das war auch Montag, habe ich ihn abgekerchert. Und sieht schon wieder gar nicht schlecht aus, aber trotzdem der Lack, der muss einmal poliert werden, dass der wieder richtig schön kommt. Und vielleicht habt ihr da auch Ideen, wie man das wieder hinkriegt. Die Kotflügel sind nicht schlimm, da habe ich so ein gutes Zeug für. Aber das ist nur für schwarze Untergründe. Und zwar hier. Wenn ihr jetzt hier mal guckt, das ist so richtig verblasst, sage ich jetzt mal. Aber wenn man unter der Schicht ist, ist es wieder schick. Ne? Also, ob man das auch poliert, weil das ist ja Kunststoff, denke ich. Ja, hier dasselbe. Sieht da so ein Schleier drauf. Ich denke, wenn man das einmal poliert mit einem ganz feinkörnigen Politur, dass man das wieder schick hinkriegt. Aber das werden wir sehen. Mal gucken, wann mein Kollege da Zeit hat. Dann kommt er vorbei und poliert das mal fix. Ja, gestern über den Hof gefahren, also am Montagabend über den Hof gefahren, wo ich gekechert habe. Da war es schon dunkel. Arbeitsscheinwerfer sind natürlich, das ist natürlich 1A. Ne? Also die machen richtig Licht. Was ich nachher noch machen will, ist die Folie runter. Also die Folie, die Klebereste runter. Da habe ich so einen Entferner. Cooler wäre natürlich so ein Radiergummi. Für einen Akkuschrauber, aber das habe ich leider nicht. Na gut, ich werde das wahrscheinlich innen drin in der Kabine jetzt mit Zeitraffer filmen, weil das wird das alles viel zu lange dauern und steht ja noch ein bisschen was an die Woche sozusagen. Sonst schaffe ich das nicht alles in einem Block zu kriegen. Gut, alles klar. Gewischt und durchgesaugt, wollte ich gerade sagen. Also hier mit dieser Bürste, die ich hier hatte, hier mit dem Ding einmal komplett. Aber man sollte das wahrscheinlich einmal im Jahr machen, weil der Dreck ist so hartnäckig. Ich habe das gar nicht alles abgekriegt. Und jetzt ist der von innen so sehr grob, will ich nicht sagen. Also schon recht gut sauber. Und jetzt jauchen wir da einmal hier Cockpit-Spray drüber und dann soll das von innen, soll es das für innen gewesen sein. Und wenn man das, denke ich mal, jedes Jahr macht, dann wird der auch wieder sauberer. Aber das ging echt beschissen weg. Ich habe echt lange drauf gehalten, aber das ging einfach nicht ab. Naja gut, alles klar. Ich mache jetzt noch ein bisschen Cockpit-Spray und dann sehen wir uns wieder.
So, innen drin habe ich jetzt schön hier alles einge... Ne? Das sieht schon mal sehr gut aus wieder. Schön picobello sauber. So, und wir werden jetzt... Das müsste jetzt erstmal alles erreichen. Hier sah ja schick aus. Wir werden jetzt... Warum steht denn jetzt hier wieder so eine Scheiß? Oh, das hängt sich schon wieder auf wie die Kamera. Naja, ich hoffe, es funktioniert. Wir werden jetzt draußen am... an der Motorhaube noch die Aufkleberreste probieren zu entfernen. So, dass ich habe jetzt mit meinem Kumpel telefoniert, der kommt am Freitag und dann wird das Ding poliert und dann ist es fertig. Dann mache ich noch fix die Scheiben und dann kann das Ding wieder rüber. Alles klar. Moin Leute, Freitag der 17. Ja, eigentlich wollte ich das im letzten Videofitzel fertig machen. Habe ich aber leider nicht geschafft. Gestern habe ich noch ein paar Bäume beschnitten, weil das ist ja halt ja jetzt irgendwann auch auf. Mit, sag schon, mit Bäume schneiden, 28. Februar ist letzter Tag. So, wir haben jetzt hier, ich habe so ein Radiergummi für einen Akkuschrauber und so ein Zeug, wo man, ich mache euch mal Licht an, dass ihr das auch seht, so ein Zeug, dass man die Aufkleber abkriegt. So, wir haben jetzt hier folgendes Problem bei dem Deutz. Wenn ihr hier mal genau drauf guckt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, der Lack ist ganz rissig. Das liegt daran, hier hinter ist kein Schutz gegen die Hitze. Das heißt, das hat sich alles eingebrannt hier. Das ist richtig rau. Der Kleber ist so brutal hart und mit dem Radiergummi machen wir mehr Schaden am Lack als alles andere. Also das bleibt jetzt so. Hier ist sogar schon ein Lack rausgeplatzt. Zum Glück ist die Karre voll verzinkt hier vorne, die Motorhaube. Das bleibt genau so und genau da, wo der alte Aufkleber war, kommt jetzt ein neuer hin. Weil wenn wir jetzt hier noch mehr dran rummachen, muss ich vielleicht irgendwann noch einen neuen, noch eine komplett neue Motorhaube lackieren. Da habe ich keinen Bock drauf. Von vorne, also wie hat er schön poliert, der glänzt jetzt auch wieder richtig. Die Seite ging komischerweise besser, also nicht besser weg. Also hier habe ich jetzt noch nur mit dem Radiergummi drüber. Hier mache ich jetzt noch einmal mit diesem flüssigen Zeug. Da streicht man einmal ein und dann lässt man es einwirken und dann kann man es abwischen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Aber hier ist der Lack eigentlich super drunter. Ich mache euch nochmal Licht an, dass ihr das auch seht. Hier sind keine Schäden von der Hitze, weil hier halt nicht die Hitze ist. Auf der anderen Seite ist der Turbolader, glaube ich. Und da ist der Lack richtig rissig. Und hier ist er echt super. Also das hat er komplett poliert. Und die Teile hier, die hat er auch gemacht. Das sieht auch super aus. Das sind die Seitenteile unten unter der Motorhaube rechts und links. Was wir geguckt haben, was ich wahrscheinlich jetzt noch nicht machen werde, ist dieses Kunststoffzeug polieren, weil das hat keine schöne Farbe. Aber wir haben es ausprobiert. Wir brauchen da am besten irgendwie so einen spezielle Politur für Kunststoffe, weil und vielleicht auch sogar einen anderen Belag oder hier so einen anderen. Ich zeige euch das mal. So einen anderen Teller hier, weil das Kunststoff irgendwie, ich will nicht sagen, es schmilzt, aber es verhält sich halt einfach anders als der Lack. So, und das aus dem Wege zu gehen, besorge ich das nochmal. Das werde ich jetzt nicht jetzt machen. Vielleicht mache ich das nächstes Jahr irgendwann mal. Das ist nicht so wild. Ich zeige euch jetzt erstmal auf der anderen Seite, wie das geht mit dem Zeug, was man da drauf schmiert. Ganz normaler Etikettenentferner sozusagen, der löst den Klebstoff. Alles klar. Also ihr tupft das im Endeffekt hier nur auf so ein Tuch. Ich zeige euch das mal hier. Das ist so ein Gel, dass es nicht gleich runterläuft. Und dann macht ihr das ein bisschen nass damit oder ein bisschen feucht. Und lasst es einwirken. Damit sollte man eigentlich schon so die letzten Reste, wenn man noch sowas Hartnäckiges hat, irgendwann auch abkriegen. Das ist eine Fleißarbeit. Das hat was mit Schrubben zu tun dann, weil das geht echt absolut beschissen ab. Vielleicht gibt es ja auch was Besseres. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe bis jetzt probiert mit Heißluft. Da kannst du dann schön langsam alles abkratzen. Geht super bescheiden. Dann habe ich dieses Radiergummi für den Akkuschrauber. Das kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ja, das hat mehr, also auf der anderen Seite hat es mehr den Lack geschadet als den Aufkleber entfernt. Und hier habe ich es halt ein bisschen weniger gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich die Seite auch versaue. Und ja, so bleibt das jetzt hier erstmal. Und wir warten jetzt 5 Minuten und dann können wir hier ein bisschen schrubben. Hier habe ich nochmal, wollte ich nochmal zeigen, das Radiergummi für den Akkuschrauber. Das Ding sieht so aus. Ist halt irgend so ein Spezialgummi, was keine Schlieren macht. Wird mit dem Akkuschrauber hier betrieben. Mag bestimmt super gut gehen bei neuen Klebern. Also wenn jetzt irgendwer ein neues Auto kauft und da irgendwelche Kleber oder was weiß ich,
abmachen will, bestimmt. Aber ob das auch immer noch so top ist, ich habe da keine Erfahrungswerte, wenn das Zeug irgendwie 20 Jahre alt ist und das hart wie sonst was ist, ob das immer noch dafür gedacht ist. Weil wie gesagt, ich habe hier, denke ich mal, mehr Schaden am Lack gemacht, als das auch gut war. Ne? Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas auch nutzt oder ob ich hier einen Denkfehler habe oder sowas. Alles klar, ich mache das gleich im Zeitraffer, das Schruppen, weil sonst dauert das zu lange. So, sauber gemacht habe ich es jetzt grob. Also das, die kleinen Sachen, die jetzt hier noch sind, die sind wirklich so richtig im Lack drin. Die kriege ich jetzt nicht mehr ab. Das bleibt jetzt so. Ich habe jetzt einmal sauber gewischt. Und jetzt haben wir hier das tolle Ding. Den tollen Aufkleber. Und der muss jetzt genau, am besten wieder genau da drauf, wo er vorher gesessen hat. Das werden wir gucken, ob wir das hinkriegen. Und ja, das werde ich auch wieder im Zeitraffer machen, weil das dauert bestimmt, das Ganze ausrichten. Alles klar. Ja, so, Aufkleber drauf, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hab's gedacht, es sieht schlimmer aus. Er hat natürlich auch so einen richtig geilen Blauschimmer noch. Wusste ich gar nicht, dass das wirklich so ist. Weil der andere hatte das ja gar nicht. Der andere Aufkleber, das war ja total weg schon. Das sieht natürlich richtig, ich mach nochmal Licht an der Seite, dann könnt ihr das mal sehen. Das sieht natürlich richtig geil aus. Hab's auch fast überall getroffen. Der ist wieder genau da, wo der alte ist. Allerdings, hier hat uns ein bisschen was verschoben, aber das ist nicht so schlimm, das fällt gar nicht auf. Das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Endlich wieder ein anständiger Aufkleber drauf. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon gemacht. Hätte ich gesagt, hier wäre es noch schlimmer, weil hier haben wir es ja mit dem Lack so ein bisschen verkackt. Aber das fällt nicht so schlimm auf. Also der Aufkleber ist bombenfest. An der einen Stelle hier, da wo der Lack ab ist, ist er ab. Das ist nochmal so. Da wird es wahrscheinlich nicht ewig halten. Aber im Großen und Ganzen sieht das echt wieder super geil aus und ich hätte echt gedacht, das ist schwieriger, das hier raufzukriegen, so anständig, aber das sieht echt gut aus. Der vordere Aufkleber, der bleibt, weil der ist noch fest. Jetzt habe ich hier noch einen über und zwar, ich weiß nicht, was sie mir hier bestellt haben, ist das dieser hier. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Deutz Fahr. So, weil eigentlich war geplant, den hier vorne nämlich auch neu zu machen, aber den haben sie mir nicht mitgeschickt. Und ich denke, das ist der von, Moment, das heißt dieser sein wird, denke ich. Von der Länge wird das auch passen, aber der ist ja noch top da hinten, der bleibt. Dann kommt der oben auf die Frontscheibe. Also oben drauf. Ja, wie gesagt, poliert ist er jetzt komplett. Ich mache das Licht aus hier. Wir haben sonst alles, was wir machen wollten, haben wir auch gemacht. Mal das Radio aus, sonst kommt wieder die GEMA. Das, was wir machen wollten, haben wir gemacht. Ich werde jetzt nur noch hier vorne, das Ding wird nochmal lackiert. Eigentlich ist es grün, ich werde es in schwarz lackieren. Ich habe nämlich kein Grün, damit das nicht mal so rostig ist hier. Dann werden nur noch die Fenster geputzt, also die Scheiben geputzt einmal, ringsrum außen. Der schwarze Lack wird noch einmal abgewischt und dann ist er wieder ready für die Spritsaison jetzt, die dann bald ansteht. Dann ist das Projekt endlich abgehakt, weil ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wirklich keine Lust mehr, hier noch irgendwas dran zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat sich jetzt so lange hingezogen. Lag natürlich auch ein bisschen daran, dass die Teile nicht geliefert wurden, die richtigen. Dann musste das wieder getauscht werden, hat wieder eine Woche verzögert. Dann hat das Werkzeug gefehlt. Ja, war alles ein bisschen ärgerlich. Scheinwerfer muss ich noch einstellen, aber das dauert auch nur eine halbe Stunde. Da muss ich mal irgendwann nach draußen fahren, vors Tor. Da gibt es in dem Buch eine coole Zeichnung oder eine coole Darstellung, wie man das alles einstellt. Finde ich gar nicht schlecht. Das werde ich dann mal machen. Dass wir das auch auf der sicheren Seite sind, weil es sind ja die neuen Gläser drin. Die sind noch nicht eingestellt. Kotflügel werde ich noch einmal schwarz machen, richtig. Also ich habe da so ein Zeug, das machst du drauf. Das funktioniert echt gut, habe ich damals bei dem John Deere. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt überhaupt. Ich habe ja in diesem Jahr, nee, da habe ich noch keinen YouTube gemacht. In diesem Jahr im Sommer habe ich meinen John Deere, den ich hatte, verkauft. Das war ein 7700. Und den haben wir vorher auch richtig aufpoliert. Und da habe ich so ein Zeug gesucht, was die Kotflügel wieder richtig schön schwarz macht. Man muss natürlich dazu sagen, die sind natürlich hier top noch. Ne? Also da kann man nicht sagen.
Aber ich habe hier ein Zeug, das kann ich euch ja mal zeigen. Wird wahrscheinlich jetzt hier irgendwo Werbung kommen müssen. Mal wieder, und zwar ist das das. Ich habe leider keinen Link mehr, aber vielleicht findet der ein oder andere das. Und das ist extrem gut. Also das funktioniert echt super. Ich kann das ja gleich nochmal zeigen. Zeitraffer bei einem Kotflügel hier. Das ist auf jeden Fall geil, weil es gibt so viele Lösungsansätze, wie man das machen kann. Zum Beispiel, wir hatten es mal probiert mit Heißluft bei dem Vent hier von meinem Chef. Da haben wir bei dem 515 haben wir den, was waren das? Ja, doch die vorderen beiden Kotflügel gemacht. Das sah erstmal zwei Tage geil aus, aber dann wurde es wieder grau. Und das ist echt eine coole Alternative hier, was ich habe, das Zeug. Genau, das werde ich jetzt nochmal machen und dann ist auch schon wieder Feierabend. Ich muss mit dem Hund noch eine Runde gehen und dann geht es morgen weiter mit den Scheiben und dem Lackieren, was jetzt noch fehlt. Ich habe noch zwei andere kleine Sachen gefunden, die ich noch lackieren möchte. Das werden wir dann morgen fertig machen und dann ist der Trecker durch. Dann seid ihr entlassen, dann seid ihr erlöst von dem ewigen Deutzgemache hier, obwohl es mir eigentlich Spaß gemacht hat. Ich bin ja eher so der Frickler, also so für Lampen und sowas, das glaube ich zu haben. Auch wenn das manchen sinnlos erscheint, jetzt hier so viele Lampen dran zu bauen, wo ich mir selbst sage, bist du denn blöd, warum willst du denn nachts los? Aber man kann die gebrauchen mit meiner Spritzerei, die ich mache oder was der sonst auf dem Acker macht, das schaffe ich eigentlich auch alles tagsüber. Oh, ihr seht nichts. Aber wir wollten den einmal ein bisschen aufrüsten hier, dann ist der wieder schick. Wie gesagt, das mit den Kotflügeln hinten, mit dem Polieren, da muss ich mir noch mal was überlegen, weil es geht mit dem Zeug nicht, was wir da hatten. Aber das ist nicht so schlimm. Der muss dann noch mal in der Werkstatt zwecks, was war denn, zwecks genau. Irgendein Problem besteht hier, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angedeutet habe oder schon mal gesagt habe, darum sind doch die Unterlenker ab. Der hebt irgendwann, du fährst und dann hebt er so hoch. Und das ist natürlich fatal mit der Spritze, wenn die hinter ist und man dann voll wegen die Deichsel kommt. Darum sind die jetzt ab, aber ich habe einen Termin bei der Werkstatt, die sollen mal die Kabel durchmessen und die Knöpfe, also die Hubknöpfe, weil die haben schon gesagt, es kann sein, dass es an den Knöpfen liegt hier. Die sollen da einfach mal nachgucken. Da müssen da unten noch zwei neue Kraftmessbolzen rein und dann ist der wieder schick. Weil so bringt er mir relativ wenig, so kann ich mal einen Anhänger mitfahren oder mal eine Spritze und das finde ich ein bisschen doof. Ja, so sieht das aus. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Ich mache jetzt nochmal einen Zeitraffer rein, dass ihr das nochmal seht. Wegen dem schwarzen Kotflügeln. Und muss jeder selber wissen, ob ihm das gefällt oder nicht. Ob ihm das ausreicht. Also wie gesagt, das Zeug ist nicht billig. Aber was soll's. Alles klar, dann sehen wir uns irgendwie morgen wieder wahrscheinlich. So, jetzt kommt doch nochmal ein Fitzel. Ich habe euch jetzt hier mal einmal ein Klebeband drüber geklebt. Um das mal zu zeigen. Na klar, natürlich ist es jetzt noch frisch. Gar keine Frage, das muss ich jetzt erstmal einziehen. Aber wir gucken morgen, wenn ich wieder weitermache hier, gucken wir nochmal hierher und dann können wir ja sehen, ob das jetzt verflogen ist oder nicht. Also ich habe jetzt auch nicht so viel genommen, weil wie gesagt, es ist auch sehr teuer, das Zeug. Aber zur Erinnerung, ich habe hier einmal abgeklebt und einmal den oberen Teil gemacht, um zu gucken morgen, wie sieht es aus? Lohnt sich das, einmal alles überzutünchen damit oder nicht? Aber dazu morgen mehr. So, jetzt ist aber wirklich gut für heute. Jetzt muss ich los. Bis denn. Moin Leute. Oder Nachmittag ist es jetzt schon. Wir haben heute den Deutz fertig gemacht. Könnt jetzt noch ein bisschen hier und da machen, aber das bleibt jetzt alles so innen drin. Hätte ich noch ein bisschen gründlicher sauber machen können, aber das lässt sich jetzt alles sehen hier. Es ist alles drauf. Achso, Samstag der 18. ist heute. Gestern habe ich euch gesagt, auf dem Kotflügel vorne, dass wir das mal probieren mit diesem komischen Schwarzmachtzeug da. Also es sieht immer noch folgendermaßen aus. Hier hatten wir das aufgetragen und hier unten war die Linie. So, man sieht eigentlich den Unterschied schon deutlich, wenn man mit Licht spielt so ein bisschen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das auf anderen Kunststoffen ist. Ja, also das kommt immer darauf an, denke ich mir mal, was ihr für ein Material irgendwie habt. Ja. Das hat auf jeden Fall super funktioniert. Ich habe hier vorne noch den Kühlergrill lackiert. Original war er grün, jetzt ist er schwarz, weil ich kein Grün habe. Der liebe Christoph hat die Scheiben einmal komplett ringsum sauber gemacht. Der hat heute die Arschlocharbeit gemacht. Danke!
Der sitzt nämlich da hinten am Ofen. Ja, nee, einmal ringsrum, einmal sauber. Die Dinger haben wir hier auch ein bisschen versucht oder habe ich versucht zu polieren. Es ist besser geworden, aber so hundertprozentig gefällt mir das hier noch nicht. Wegen dem Kunststoff halt irgendwie. Ich weiß nicht, das haut irgendwie nicht richtig hin. Da gibt es wohl irgendwie wahrscheinlich extra Zeug für, was das besser macht. Ja, im Großen und Ganzen war es das jetzt hoffentlich mit dem Projekt des Deutzes hier in der Werkstatt. Das reicht jetzt hin, ich habe keine Lust mehr. Ja, wie gesagt, heute Samstag, nachher das Video schneiden, was ihr dann seht. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann nächste Woche wieder. Wenn alles klappt mit der Reinigung, die müssen wir ja noch auch mal gegen Angriff nehmen. Und ja, ihr wisst Bescheid, ne? Hier abonnieren, irgendwo steht das hier. Und Glocke aktivieren, Daumen, ne? Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein.